Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Eternal Darkness. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Zeit um Weihnachten. Ob ihr es nun feiert oder auch nicht, ist dabei natürlich unerheblich. Wie ihr sicher gemerkt habt, fängt die heutige Folge ein wenig anders an als sonst. Anstatt dass ich hier bereits das Spiel aufnehme, fängt die Folge mit einem einfachen Voice-Over an. Im Vergleich zu sonst liegt das nicht daran, dass ich was verpeilt habe und mich entschuldigen möchte, sondern diesmal war das tatsächlich geplant. Da ich die letzten zwei Folgen gefühlt damit verschwendet hatte, zu versuchen, den Wächter Xelotaths zu besiegen, habe ich mich entschlossen, nicht einfach nach Schema F weiterzumachen. Stattdessen war mein Plan, erstmal alles aufzunehmen und dann nur die letzte, erfolgreiche Version des Kampfes auf YouTube zu laden. Das, was ihr also im Anschluss seht, ist der zweite Anlauf der Aufnahme, den ich gestartet hatte, nachdem ich im ersten über eine Stunde lang versucht hatte, den Wächter zu besiegen und zwischendrin sogar eine Pause gemacht hatte, um nochmal ein Video anzusehen, nur um rauszufinden, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Wie sich herausstellte, habe ich den Guide zu wörtlich genommen und dann eine einfachere Möglichkeit gefunden, dem Wächter in der zweiten Stufe Schaden zuzufügen. Dafür bin ich dann im ersten Versuch in der dritten Stufe plattgewalzt worden. Nun gut, da ihr dadurch Content verpasst habt und als etwas verspätetes Weihnachtsgeschenk, habe ich mich entschlossen, dass diese Folge jetzt eine ganze Stunde geht. Erfreut euch also jetzt sozusagen an einer Doppelfolge, in der ich am Anfang den Wächter von Xelotaph besiege und dann mit dem nächsten Kapitel anfange. Viel Spaß! So, wie eben schon erwähnt, das ist jetzt tatsächlich der zweite Versuch, der erste ging über eine Stunde. So, das kennen wir alles schon. Das Zeug habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, deswegen überspringe ich jetzt auch das Video. Und dann wollen wir mal anfangen. Ich habe zwischendrin die Tastenkombination etwas angepasst. Sprich, ich habe den relevanten Zauberspruch schon auf den Schnellspruch gelegt. Geht das schon? Ich habe halt jetzt im Kopf, dass ich drei aushalten muss. Zählt es mal. Bei der ich sich nur rausgestellt habe, letztes Mal war schon der Guide nicht so toll. Da war ich zu langsam. Ich probiere es doch mal von hier hinten, ehrlich gesagt, aus. Jetzt habe ich eben schon gedacht, das wäre eine blöde Halluzination. Aber bei der Hälfte lohnt sich das nicht, dass das voll auflädt. Hier lieber das Links- und Rechts-Walking. Oh, Leute. Das ist der Grund, warum das für heute mein letzter Versuch ist. Wenn es erst der zweite ist. Aber ich habe jetzt schon über eine Stunde gespielt. Und auch gerade lauter Flüchtigkeitsfehler die ganze Zeit. Und ich habe es auch in der vorherigen Aufnahme erwähnt. Mein linker Daumen rutscht von dem Steuerknüppel ab. Muss da mal irgendwas finden, mit dem ich den überziehen kann oder irgendeinen Handschuh, den ich anziehen kann oder so. Dass mir das nichts ausmacht. Wieso erwischt der mich? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Wieso folgt mir der Strahl jetzt? Vorher nicht. Das kann ich noch verstehen. Da hat mich dieses Ding getroffen. Ist da was? Das hier ist natürlich sehr hilfreich am Ende. So, will ich das jetzt. Das Problem. Hat wieder mal den Spruch ausgelöst, ohne zu sprechen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will mich heute trollen. So, die Zaubertränke nehme ich nicht, die hebe ich mir für die letzte Stufe auf. Was natürlich den Kampf jetzt in die Länge zieht. Das wäre auch zu spät gewesen. Ich wollte eigentlich ins Menü gucken, wie viele ich noch habe, wie ich schon habe. Falschen gedrückt. Ich wollte eigentlich meine Lebensenergie heilen, aber dann eben jetzt. Ich denke, genauso wie ich jetzt das gemacht hätte, hätte ich die anderen Zauber machen müssen. Also jetzt anfangen zu sprechen. Das probiere ich mal aus. Natürlich bin ich stehen geblieben, um zu gucken, ob er gewirkt hat. Okay, also die erste Stufe ist mir noch ein Rätsel. Also ich weiß, wenn ich zu nahe komme, macht er seine Nahkampfattacke. Das wollen wir nicht. Ja, gibt leider nicht viel zu sagen hier. Das ist genau der Punkt, warum ich diesen Kampf, das Spielen dieses Kampfes ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Weil ich weiß, dass es im Endeffekt wirklich ein reines Let's Play ist, ohne, also Let's Play im Sinne von, guck jemandem beim Spielen zu, weil ich muss mich hier konzentrieren aufs Spielen und kann nicht viel reden dabei. Das dauert alles ewig. Ich könnte das erzählen, was ich beim letzten Mal erzählt habe, beim ersten Versuch. Weil es würde zwar die Leute auf Twitch langweilen, aber die Leute auf YouTube wissen es ja nicht, weil ich den ersten Versuch ja nicht als Folge rausbringe. Es würde zumindest die Zeit ein wenig überbrücken, ja. Treffer. Oh, das waren sogar drei Treffer. Es hat alle dreimal funktioniert, ohne dass ich Feedback bekommen habe. Das ist natürlich mies. Okay, also. Ja, Zwischensequenz interessiert mich eigentlich nicht. Der beschwört jetzt seine Zombies. Stufe 2. Er beschwört drei Zombies und direkt nach dem Beschwören der drei Zombies leuchtet er schön bunt. Und dann kann ich ihn mit meiner magischen Attacke angreifen, weil ich dafür nicht viel Zeit habe. Und es einfach nur reicht, ihn dreimal zu treffen, mache ich jetzt die hier. Nicht sprechen, zuordnen. Das ist das, was ich meine mit den Lauterflüchtigkeitsfehlern. Da. So, was die Zombies angeht. Wenn die alle drei weg sind, dann tut er sie wieder neu beschwören. Man sieht, jetzt leuchtet er, jetzt könnte ich angreifen. Ich habe aber gerade keine magische Energie. Also mache ich ihn einfach platt. Mache ich die drei Zombies platt. Denn eigentlich kann ich hergehen und jetzt ist eigentlich die super Zeit, um magische Energie zu sammeln. Ich von den Zombies weglaufen kann. Okay, dann sammeln wir magische Energie und ich laufe von den Zombies weg und erzähle euch währenddessen, um was es geht. Und zwar geht es um Morrowind. Das ist ja auch ein Let's Play von mir, was ich die ganze Weile sträflich vernachlässigt habe. Wieso liegt da einer? Ach, die haben sich gegenseitig umgehauen. Also, was ich sträflich vernachlässigt habe. Ah, dann mache ich den halt auch noch Platz, so. Dann kann ich die Finalschläge machen. Und was passiert ist,
ist nämlich. Ja. Also es sind ja mehrere Sachen. Zum einen hatte ich das mit dem Rechner und meinem Mitbewohner und blablabla, das habe ich ihm erzählt, das war tatsächlich eine Ausrede. Das ist wirklich so. Aber, so jetzt mal kurz gucken, und zwar genau, wenn er leuchtet, muss ich zaubern. Aber ich könnte es jetzt aufnehmen, aber ich sitze tatsächlich ständig da und so, was kann ich denn eigentlich gerade machen? Denn ich habe Sachen, für die ich Bedingungen erfüllen muss. Also ich muss irgendwie einen Skill gelernt haben oder so, ne? Und ich habe zwar Notizen, aber die sind mir echt so konfus, dass ich nicht mehr klarkomme damit. Und deswegen bin ich hergegangen und habe mir gedacht, ich mache... Erster Gedanke war, ja gut, okay, bist ja Programmierer, schreibst dir ein kleines Programm, mit dem du deine Notizen machen kannst. Im Endeffekt ist die Idee, ich will die Notizen ein bisschen in Kategorien einfassen, sodass ich halt sagen kann, hier, hallo. Ich habe Notizen, die betreffen die Magiergilde. Ich habe Notizen, also eine Quest von der Magiergilde, von den anderen Magiern und so weiter. Also von dem Haus Dingenskirchen. Ach, jetzt, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Ich drehe mich auch gerade auf das Spiel. Ja, natürlich habe ich magische Energie. Und die möchte ich gerne sortiert haben, dass ich auch unter anderem dann noch weiß, wer hat mir denn die Quest gegeben. Und dann möchte ich auch noch eine Notiz, quasi das sollen so To-Do-Einträge sein, ne? Und dann möchte ich auch einen To-Do-Eintrag machen können für zum Beispiel werte deinen Skill, keine Ahnung, den Zauber, bla bla bla, auf besonders stark. Oder du brauchst 5000 Gold dafür oder so. Und was ich dann einfach machen will, ist, ich will, das sollte reichen. Dann auch ein To-Do anlegen, irgendwie hol 5000 Gold oder sowas. Und dann möchte ich sagen, dieses To-Do ist die Vorbedingung dafür, dass ich das andere machen kann. Das hat nicht funktioniert, das war zu spät. Der da vorne ist wahrscheinlich zu nah dran, dann macht er seine Nahkampfattacke. Das habe ich lieber. Da heile ich mich lieber erstmal. Das ist die falsche Heilung, egal. Auch gebrauchen. Und die hier. Und zwar geht es da also darum, dass ich sagen kann, ich möchte die eine Aufgabe als Vorbedingung für die andere haben. Und dann sehe ich das direkt, dass ich so verfolge. Also im Endeffekt so ein bisschen wie so ein Projektleitungstool. Ja, also ich kenne das von der Arbeit, da haben wir das, da haben wir so Aufgaben, so irgendwie machen einen Button in der UI, der, wenn du ihn klickst, das und das tut. Und dann können wir aber sagen, ja, aber bevor ich das machen kann, muss, weil ich da mit einem Server reden muss, muss der Server dieses Feature überhaupt unterstützen. Kann ich das eintragen? Und dann weiß man, ah ja, okay, der Server muss es erst entwickeln, bevor er kann, brauche ich mit meinem gar nicht anfangen. Oder zumindest kann ich es nicht abschließen. Ich kann den Button machen, aber ich kann halt nichts tun, ne? So, genauso ähnlich will ich das auch machen. So ein bisschen. Nur mit dem Unterschied. Und da ist jetzt das Besondere, ich möchte das nicht einfach nur für mich sehen, sondern ich möchte das auch euch zeigen können, in einer schönen Art und Weise. So, ich hab jetzt ein Stück vor vielleicht. Das hilft. Das war zu spät. Das ist lustig, weil beim letzten Mal hat das sehr zuverlässig funktioniert. War ich ganz hinten vielleicht, wenn ich das gemacht habe. Wenn er geht für den nächsten Versuch. Ich glaube, ich war ganz hinten. Einmal sogar hier, genau wie eben, ich bin hier voll reingerannt nämlich. So, und die Idee war also, dass ich dann so einen kleinen Button habe, wenn ich ihn drücke, dann wird im OBS so ein Overlay eingeblendet mit so lauter Post-it-Notes, wo die To-Do-Einträge draufstehen, ne? So ganz hübsch, vielleicht so 9 Stück oder so. Eigentlich so die To-Do-Einträge. Und komm schon. Ja, das war ein Treffer, jawoll, also ganz hinten muss man stehen. Habe ich also die To-Do-Einträge und dann seht ihr die neuen Einträge. Und die neuen, die man sieht, sind tatsächlich Sachen, die ich tun kann. Das heißt, wenn ich jetzt eben was hätte, wo steht,
Zum Beispiel, ich will ja die Glasrüstung haben. Und ich kann ja nachgucken, wo ich die Glasrüstung kaufen kann und wie viel die mich kostet. Also ganz ehrlich, ich gucke so Sachen teilweise im Wiki nach. Weil sowas willst du nicht die ganze Welt durchsuchen und dann sind das tatsächlich auch noch irgendwie Zufallsspawns zum Teil. Also manche Händler haben eben zufällige Artikel im Laden und dann willst du das, da willst du davon nicht abhängig sein, dass du das zufällig findest. Einmal alle Händler in der ganzen Welt abrennst, das ist auch scheiße. Also was mache ich? Ich sag, wenn es ein Item gibt, das ein Vorgänger von einem anderen Item ist. Das war Nummer 2. Nein, das war sogar Nummer 3. Oh, das erste hat auch schon. Okay, dann wird es jetzt spannend. Ich sollte jetzt direkt so machen. Jetzt kann ich mich angreifen. So, jetzt muss ich mich echt viel konzentrieren. Weil wenn man das falsch macht, dann stirbt man. Jetzt rutsche ich wieder vom Controller ab. Das ist scheiße. Zu früh, zu. Ach, Glück gehabt. Immer wenn ich hinten ums Eck will, immer dann habe ich das Problem, dass ich da habe ich nicht richtig geguckt. Ich habe nur auf ihn geguckt und nicht auf den Boden. Da, an der Stelle rutsche ich. Jetzt rutsche ich immer ab vom Controller. Das ist genau die Stelle, wo ich abrutsche. Und das war's. Leute, wir haben es geschafft. Beim ersten Mal habe ich über eine Stunde gespielt und jetzt in einer Viertelstunde durchgeknallt. Wow, zweiter Versuch. Puh. So. Dann schnappen wir uns mal das Relikt. Puh. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war jetzt anstrengend. Also ich spiele jetzt tatsächlich schon knapp anderthalb Stunden. Auch wenn ihr jetzt nur die letzte Viertelstunde gerade seht auf YouTube. Und war die ganze Zeit nur in diesem Kampf und war fast am Verzweifeln. Ja. Also richtig, ich habe nichts nicht mehr gewusst. Ich habe mich an die Anleitung gehalten in dieser zweiten Dings, wo die Zombies kommen und es hat alles nicht funktioniert. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Anleitung scheiße ist. Und dann habe ich ein Video gesehen und habe gedacht, ja, Moment mal, die Anleitung sagt, ich soll mich vorne rechts hinstellen. Und der stellt sich ganz weit weg und ganz weit weg ist die Lösung, weil der sagt, die Anleitung sagt, es soll möglichst der Endboss, das ist ja nicht der letzte Endboss, aber der Endboss hier, der Guardian, soll möglichst näher sein als der nächste Zombie, damit ich den Guardian treffe. Was gar nicht stimmt, ich muss den Zauber nur früh genug starten, damit ich einfach die drei Zombies und den Guardian treffen kann. Also muss ich einfach nur ganz weit hinten stehen. Naja, wurscht, ich erzähle es eben ganz schnell noch fertig, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, hier Post-it Notes, bla bla bla. Und damit ihr auch immer seht, was ich mache, wenn ich sage, hey, ich mache mir mal eben eine Notiz in Morrowind. Und das soll natürlich dann auch für andere Spiele funktionieren. Ne? Ich werde ja, also Morrowind auf Englisch, das wird ja nicht das einzige Spiel sein, was ich spiele. Das heißt, damit ihr dann seht, was ich mache, wenn ich sage, ich mache mir eben nur eine Notiz, will ich das so haben, beziehungsweise das ist jetzt schon implementiert. Wenn ich in die Hinzufügen-Box für eine Notiz etwas eintippe, sobald ich anfange zu tippen, erscheint bei euch im Stream und in der Aufnahme ein Post-it-Note über dem Spiel, so ganz dick und fett, und da wird live das hingeschrieben, was ich tippe. Und wenn ich den Text wieder lösche oder auf Hinzufügen drücke, dann verschwindet das wieder. Das heißt, ja, es ist nicht einfach so, ja, ich lese dann vor, was ich schreibe oder so, und währenddessen guckt ihr quasi in die Röhre, seht ihr halt wirklich, dass ich mir eine Notiz mache. Finde ich irgendwie cool. Funktioniert schon, ist noch nicht hier auf dem Rechner drauf und so, aber habe ich schon ausprobiert, habe ich auch einen Kumpel schon ein Demo-Video geschickt, der hat schon gemeint, das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und wie gesagt, was jetzt als nächstes kommt, ist noch dieses Management von diesen To-Dos und mit diesem Vorgänger-Nachfolger-Geschichte, das muss ich noch einbauen und dann eben das Berechnen von dieser Liste von neuen Elementen, die ich machen kann,
dass ich quasi dann die sollen dann halt auch eingeblendet werden, dass ich jetzt sage, so, was machen wir denn als nächstes? Drücke ich den Knopf, flupp, kommen die neuen Dinger hoch und dann sage ich, das von den neuen machen wir jetzt, machen das, dann hake ich das ab und dann kann ich die, dann berechnet er die Liste neu, weil er weiß jetzt, ah, der hat das gemacht, dadurch sind andere freigeschaltet worden und zeigt die mir an, weil ich einfach absolut in Morrowind sonst den Überblick verloren habe. So, aber jetzt zurück von Morrowind, ich wollte die Sache nur fertig erzählen, zurück von Morrowind wieder zu Eternal Darkness. Wiese haben hier schließlich jetzt endlich den Guardian von Xelotaph besiegt. Und jetzt gucken wir uns doch mal hier dieses komische... Bisschen runter vielleicht mit dem Mikro, dass ich nicht reinpuste. Ja, jetzt kann ich ausatmen, ohne reinzupusten. Dieses komische Relikt an, was hier ist. Der Wächter von Xelotaph wurde bezwungen. Ja, genau das. Wir haben ihn bezwungen. Und das Glas, hinter dem sich die Essenz von Chaturga verbarg, ist zersprungen. Die Magie der Essenz umfängt Peter, fordert ihn auf, sie an sich zu nehmen. Soll Peter die Essenz an sich nehmen? Ja, klar. Das Spiel soll ja weitergehen, ne? Peter streckt die Hände nach dem Artefakt aus. Aber als die zerstörerische Magie seine Hände berühren will, schreckt er zurück. Er umwickelt seine Hände mit einem Stück seiner Kleidung und nimmt das Artefakt vorsichtig von seinem Platz. Peter hat die Essenz von Chaturga erhalten. And that was how I came by it. I know it sounds crazy, but there you have it. The only proof I have is that statue. It's a strange one. I've seen one like it before. You have? Yes. Very rare, though. Very obscure. I've had experts take a look at it, and none of them know what it is. And you do. I'm somewhat of an expert on these things myself. An interest I developed a long time ago while I was a young man. Then you should keep it. Lord knows I have no interest in it. I am sure it's the cause of my sleeplessness. I keep thinking about it, as if it's calling out to me. Then a drink, perhaps. For the gift. For an unusual objet d'art. An unusual objet d'art indeed. So, eben mal schnell zwei Nuggets gegessen. Jetzt sind noch, wie viel übrig? 3 Stück von meinem Abendessen. Nachdem Alex das Kapitel beendet hat, entdeckt sie auf der Rückseite von Peters Kapitel eine kleine Münze. Alex hat den Glückspenny gefunden. Gut, wir machen damit hier wahrscheinlich genau das gleiche wie... Oh. Haha, sehr irre sind wir schon. Und das gleiche wie mit dem anderen Glückspenny im Kapitel. So. Ich würde sagen... Nein, noch nicht. Tschüss. Ich würde sagen, jeder, der was zu trinken hat, trinkt jetzt erstmal einen Schluck. Und wer nichts hat, holt sich was. So. Wir haben den Glückspenny. Wir haben die Nachricht. Okay. Gehen wir doch nochmal durch das ganze Haus. Nein. Bevor ich durch das Haus gucke, Leute, ganz klar. Ohne Speichern geht nichts. Und dann nehmen wir das hier. Wir müssen natürlich im jetzigen Zustand, wo wir auch noch diese ganzen heulenden Stimmen hören und alles. Das ist nicht. Tatsächlich ist es so, dass sich manche Bilder verändern. Jetzt, wo wir, wo unser Geisteszustand nicht mehr so toll ist. Ich will, wie gesagt, Alex extra nicht heilen. Weil das, solange wir noch nicht in Gefahr ausgesetzt sind, ist das Spiel hier interessant. Interessanter durch den Geisteszustand. So. Ich gucke jetzt trotzdem alles nochmal durch. So überall hingeguckt. Help me, please help me. Okay. Dann putzt sie da. Ich kann sie nicht anvisieren oder so.
Okay, da muss ich zugeben, da fröstelt es mich ein bisschen. Was vielleicht daran liegt, dass das Fenster noch offen ist. Machen wir mal eben zu. Heute wird die Folge ein wenig länger. Versprochen. So. So. Einmal das Fenster. Und dann geht's weiter. Den Kellerschlüssel. Dann ist ja relativ eindeutig, wo wir hin müssen, ne? In den besagten Keller. So. Oh, Gegner. Habe ich eine Fackel? Hat Alex eine Fackel? Jemand eine Fackel gefunden? Nein. Ja, eigentlich sollte die Gegner mit dem Schwert recht einfach platt kriegen. Ah, okay, die sind nicht echt. Die echt werden, würden die nicht sofort sich auflösen. Das ist eine Halluzination. Wurscht. Die hält mich nicht auf. Ich gucke jetzt tatsächlich noch eben durch. Wie gesagt, ich glaube, manche von den Bildern hier verändern sich. Aber hier in dem Raum hat sich nichts verändert. Dann gucken wir erstmal weiter. Gucken wir erstmal, na, natürlich das Offensichtliche ist, den Kellerschlüssel an der Kellertür zu verwenden. Ja, ich mach doch schon auf. Nicht so hetzen. So. Ja, und dann ist er schon weggerannt. Also, ne, klopft erst an die Tür und rennt dann weg. Typisch Klingelmäuschen, ne? So, hier unten. Ja, das ist, der Keller, in dem wir den Pumpenschwengel eingesetzt haben. Da war doch eben hier. Ein Vorrat an Edwards Portwein. Seine Leidenschaft für einen Tropfen Portwein war ebenso ausgeprägt und exzentrisch wie sein Hunger nach Wissen. Ohne Zweifel diente der Wein als Treibstoff auf seiner wissenschaftlichen Reise. So, dann nehmen wir uns doch mal die Pumpgun, die ihren Namen sofort nach Gewehr ändert. So, die Tür ist nichts Besonderes. Die Tür könnte man öffnen. Da haben wir Munition für das Gewehr. Davon. Hier war der Abgang mit dem Pumpenschwengel, wir erinnern uns. Ja, und dann heißt sie auch direkt Sicherungskasten öffnen. Das ist interessant. Ja, hier Safe und so, ne? Der große und altmodische Safe stammt aus der Zeit, als schwere Metallkonstruktionen anstelle von zuverlässigen Schließmechanismen für Sicherheit sorgen sollten. Der Safe dürfte nicht allzu schwer zu öffnen sein, wenn Alex ein Stethoskop hätte, mit dem sie das Einrasten des Zahlenschlosses besser hören könnte. Gut, dann. Da ist nichts. Ich will jetzt tatsächlich erstmal den nächsten Raum gucken. Und hier ist. Okay. Sehr komisch, hier ist eine Tür. Ein Ding. An der Decke ist eine Messingfassung angebracht, die den Globus im Observatorium darüber sicher hält. Das habe ich mir bei der Farbe schon gedacht, dass das, ne, offensichtlich wurde sie modifiziert und ist nun Teil eines Auges geklügelten Schließmechanismus. Ah, okay. Dann erinnere ich mich, um was es geht, aber das sieht echt schon sehr crazy aus. Ich würde sagen, wir bestromen mal den Sicherungskasten oder machen den Sicherungskasten mal auf. Sollte jetzt eine Sicherung fehlen. Ein Sicherungskasten und Stromkreisunterbrecher sind an der Wand angebracht. Alle Sicherungen bis auf eine sind völlig in Ordnung. Dass eine Sicherung fehlt, ist sehr verdächtig. Bevor sie nicht ersetzt wurde, bleibt der Stromkreis unterbrochen. So, dann ersetzen wir die mal. Und wir betätigen den Unterbrecher. So, das war jetzt sehr komisch, weil gefühlt ist er jetzt irgendwie, ja, auf einer Truhe was erschienen. Das ist mit Sicherheit das nächste Kapitel, aber macht auch nicht sonderlich viel Sinn irgendwie. So, wir öffnen. Oder tropft ihr Blut von der Wand?
da tropft das Blut von der Decke. Okay, das ist so dieses Geräusch machen. So, Tür auf. Das ist es, was ich meinte. Das Bild hat sich verändert. Das muss man so machen. Schon wieder Blut von der Decke. Das ist natürlich extrem. Also hier ein von dem Vordergrund abgesehen, ein roter See. Leute, die da irgendwie. Also links ist so eine Person, die Hände nach oben reckt. Wahrscheinlich am Baum aufgehängt an den Armen. Das in der Mitte ist ja mal ganz eklig. Und das ist das, wie das Spiel es beschreibt. Eine diabolisch anmutende Darstellung einer monströsen Landschaft. Ein blutroter Himmel hängt über einem irrsinnigen, surrealen Land. Hautfetzen wogen in beißender Luft. Welches Gehirn hat sich dieses Bild ausgedacht? So, kann das sein, dass das jetzt hier bei allen gilt? Nein. Das ist das gleiche. Nee, das ist nur das eine, okay. Ich hatte nur im Kopf, da ändert sich was mit Bildern. Jetzt muss ich hier tatsächlich gucken. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo das war mit der Truhe. Irgendeinem alten Klo. Das ist das gleiche, was wir auch schon kennen. Das könnte es sein. Hier liegt auf jeden Fall ein Zettel. Und zwar eine Seite aus dem Journal von Maximilian Roy. Was interessant, dass wir die noch nicht gesehen haben. Und das ist die Seite 1. Alles, was einst mein Leben erhellte, ist nun von Finsternis umfangen. Das Licht der Wahrheit stützte und stärkte mich. Nun werde ich in den Abgrund der Schatten der Lügen geworfen. Mein Leben war ein einziges Lernen, und trotzdem weiß ich nicht mehr wie ein neugeborenes Kind. Das ist so ein typischer Satz aus dem Cthulhu-Mythos. So, man merkt auf einmal, wie wenig man weiß, und das ist der eigentliche Horror dahinter. Es ist nicht so, dass Cthulhu irgendwie besonders böse ist oder so, sondern der Horror ist tatsächlich dieses Übermächtige, was es gibt. Ich dachte, die hätten wir schon gehabt. Ja, wir haben uns eben gerade selbst tot in der Badewanne gesehen. Das ist natürlich nicht unser Schicksal, das wir wählen. Was ist das eigentlich? Ist das eine Tür? Was sagt denn die Karte dazu? Karte sagt nein. Ach, da ist es ein Fenster. Dann ist es außen am Haus. Wir hören jetzt all das Leiden, was quasi die Geschichte, die gesamte Geschichte dieses Spiels oder dieses Spiel erzählt, schon mit sich gebracht hat. Das ist auch nur ein Bild. Ich dachte jetzt, wir gucken uns das Bett an. Okay. So, der ist hier nochmal durch alles durch. Muss aber tatsächlich, ich habe keine Ahnung, in welchem Raum das war. Ah, hier. Da liegt also jetzt hier was drauf. Und so eine Seite aus dem Journal von Maximilian. Wieso sind jetzt diese Seiten aus dem Journal erschienen? Dadurch, dass ich Strom wo angemacht habe. Das ist wirklich... Magie wäre ja eine Erklärung gewesen. Aber Strom nicht. Also das ist, ja. Ich war immer bestrebt, allen mit Liebe zu begegnen. Aber nun versucht die Liebe mir Schmerz und Leid. Ich habe gelernt, nichts zu fürchten. Und gerade das bereitet mir nun die größte Furcht. Alle, die mir einst loyal gegenüberstanden, schauen mir nun als meine ärgsten Feinde ins Gesicht. Ja. Ein alter Medizinschrank hängt an der Wand. Die Zeit und die feuchte Luft des Raumes haben ihre Spuren im Holz hinterlassen. Kann es sein, dass es hier vorher so dunkel war, dass ich nichts machen konnte? Ja, ich glaube, das war's. Wir haben einfach den Strom im Zimmer angemacht. Und da haben wir das nächste Kapitel. Das Legat der Finsternis. You are not free to leave this plane. Until you complete a task for me. You are to hunt and kill the master of this house. Do this one thing and you will be free. Else fear the wrath of Zelototh.
Everything is complete for your arrival, Master. Now we must wait for the planets to align, and that is not too many years from now. Another Roivus has crossed our path. This time, we will not be so merciful. Mercy has no place in this world. It is only a place for me. He will meet such a horrible death that the rest of the line will never set foot in his house again. Pray to me that they don't. Pray to me anyway. So. Das ist bestimmt das Kapitel von ihrem Großvater. Wir haben jetzt auch schon mitgekriegt, ein schrecklicher Tod und ein Monster wurde aufgetragen, ihn zu jagen. Zurück. Bibliothek. Lang an den fliegenden Büchern. In unserem Safe Room. Stellen und das Kapitel lesen. My education in psychiatry did not prepare me. I would love to see how Freud's view of his mother would change with the knowledge of Chaturga. How Skinner would incorporate Zelotath into his behaviorist theories. How Jung would accommodate Ulioth into his theory of the collective unconscious. Like my ancestor, Maximilian, I too had an interest in my family tree. As a psychiatrist, I believed that science could provide answers into my family's sordid, bizarre past. It was with great excitement that I began my search. The mansion's history was filled with my colorful predecessors. Everything from convicted and hung witches to committed madmen, each laying their own peculiar mark on its character. I intended to find their secrets. Habe ich mir noch ein letztes Nugget in den Mund geschoben. Und da ist das Video schon zu Ende. Das war fies. Okay. Ich mache mal eine Pause, weil ich nicht weiß, ob die Zeit da im Hintergrund weitergeht. Das ist, müsste jetzt das Kapitel sein, wo man tatsächlich in gewisser Weise unter Zeitdruck steht. Nicht um das Kapitel zu schaffen, aber wenn man in ich werde es gleich zeigen, da passieren Dinge. Und wenn man einen bestimmten Gegner in einer gewissen Zeit besiegt, und zwar wirklich besiegt, das heißt, wenn ich ihn normal besiege, ist er nur scheinbar besiegt, ich muss rätselmäßig Rätsel lösen, wenn ich das in einer gewissen Zeit schaffe, dann kriege ich das Gewehr. Wenn nicht, dann habe ich das Gewehr nicht. Und dann wird das Ganze etwas schwerer. Also, ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist natürlich speichern. So. Dann mal einen Schluck trinken. Und dann würde ich sagen, los geht's. So. Also hier sieht man auch schon, das Observatorium war hier noch nicht. Natürlich will ich trotzdem alles sehen. Also rede ich mit den Leuten. Okay, die fragt noch freundlich, ob sie was für mich tun kann. Hier steht noch so eine Vase, die bei Alex noch nicht dasteht. Gucken wir mal, ob wir den Geheimraum entdecken. To believe it, I am, or was, Maximilian.
The pain and anguish I felt in that cell has empowered me to linger after my death. I must complete what I started, Edward. The darkness must be stopped, or all of humanity may end. Set the clock to the 33rd minute of the third hour. Erstmal nehmen wir uns hier den Zauberspruch. Magische Summe. Da bin ich jetzt mal neugierig. Das ist wahrscheinlich der Spruch 13 oder was auch immer, was ich da entdeckt hatte. Achso, wir haben das Turm noch nicht. Den Turm noch nicht. Okay. Also, wir sollen das auf 3.33 Uhr stellen. Was ja die Hälfte von 666 ist, demnach ja eine besonders gefährliche Uhrzeit und so. Die haben halt überall irgendwelche Sachen reingedingst, die irgendwie bedrohlich wirken. So wie die Uhr. Die bedrohlich wirkende Uhr aus Großvaters Zeiten, eine Grandfather Clock im Englischen, steht unheilverkündend in der Ecke. Es scheint, als schaue sie fast patriarchalisch in den leeren Raum. Und warum ich jetzt eben nicht weitergelesen und übersprungen habe, ist, weil ich wissen wollte, ob das der gleiche Text ist wie vorher schon. Aber hier. Der Geist bat Edward, die Uhrzeit einzustellen. Aber die Zeiger der Uhr fehlen. Edward muss die Uhrzeiger finden, um die Uhr richtig stellen zu können. Okay. Das wird dann wahrscheinlich wieder der Geheimraum jetzt. So. So. Da fehlt der Schlüssel. Was ich brauche. So, wie wäre es mit den Zeigern von dieser Uhr? Die steht jetzt schon, das ist quasi so die Erinnerung daran, die steht auf 3.33 Uhr. Das ist tatsächlich nicht, wo ich hin muss. Von daher aber die familiäre Information. Eventuell muss ich das Kapitel neu starten. Mit dem Wissen, wie ich die Rätsel löse, um schneller zu sein. Aber ich werde es, selbst wenn ich das Ding nicht kriege, den Boomstick nicht kriege, werde ich den noch... Das ist, ein Schwert können wir zumindest mal mitnehmen. Das leuchtet nämlich schon. Ein antiker Säbel der Kavallerie hängt dekorativ in einem Rahmen an der Wand befestigt und reflektiert das Mondlicht. Zum ersten Mal eine Erklärung, warum Gegenstände, die ich mitnehmen kann, so komisch leuchten. So, den nehmen wir mal mit. So. Das Klavierspiel. Edward hat das Klavierspielen nie gelernt. Trotzdem gönnt er sich ab und zu den Spaß, auf die Tasten einzuhämmern. Das hat für ihn therapeutischen Wert. Vielleicht wird er eines Tages doch die Muße haben, es richtig zu lernen. Sollte ich tatsächlich mal so ein bisschen ganz lieb, dass du sauber machst, aber ist echt ein bisschen im Weg gerade. Hier oben haben wir das schöne Bild wieder, nicht das hässliche. Die Statue steht hier noch nicht. Ich weiß nicht, also ich weiß halt nicht, ob das Zeit getriggert oder Dings getriggert ist. Wir können auch schon mal einfach schon mal eine Waffe in die Hand nehmen. Was haben wir hier eigentlich prüfen? Eine kleine Flasche mit einem alten Geist, flüssiger Mutmacher. Ein magisches Elixier zur Stärkung des Geistes in Zeiten der Not. Zum Wohl. Mit dieser Flüssigkeit kann man den Geisteszustand regenerieren. Dann gehen wir mal hier lang. Und da
drin in diesem Patriotenzimmer sind Gewehrpatronen. Das hier ist der Schlüssel, den wir haben wollen. Edward fühlt sich angesichts des Waffenschrankes einer Antiquität etwas beunruhigt. Er möchte die Scheiben nicht einschlagen, um an die Waffen zu gelangen. Er hat ihn nur den Schlüssel hingelegt. Den kriegen wir nämlich von einem der Bediensteten, wenn wir ihn retten. Auf dem Sims liegt ein Buch mit einem Teil der Familiengeschichte. Wir haben historische Aufzeichnungen. Ein altes, modriges Buch in trockenem, staubigem Leder gebunden. Dieses Buch beschreibt die Geschichte der Familie Roivers der letzten 150 Jahre bis heute. Zwischen den Seiten ist etwas eingeklemmt. Soll Edward es herausziehen? Da ist der Stundenzeiger der Uhr. Kann ich noch nicht mehr interagieren mit ihm? So. Das Badezimmer. Das ist das Badezimmer, in dem in dem wir das Kapitel gefunden haben. So, das war jetzt nicht wirklich interessant. Ich wollte eigentlich hier die Untersuchens auch ausführen und dazu steht hier einfach alles im Weg. Dieser Raum, jetzt haben wir doch, ist ein Relikt aus vergangenen Tagen, als die Bediensteten noch im Anwesen wohnten. Gerüchte sprechen davon, dass die alten Quartiere der Bediensteten schon vor langer Zeit abgerissen wurden. Hier sehen wir schon, hier fehlt jetzt auch die Tür, die hier. Ne, die Tür, die bei Alex da war. Die bei Alex auch nicht da ist, aber da ist. Da sieht man zumindest was so. Ein außergewöhnliches und nicht ganz hierher passendes Fenster begrenzt den hinteren Teil des Flures. Wer auch immer dieses hier anbringen ließ, muss einen eklektischen Geschmack besitzen. Für Edward ist dies ein weiterer Beweis für die Exzentrik, die dieses Haus von anderen unterscheidet. Schuss gehört, dann eilen wir mal zu Hilfe. Ich weiß natürlich nicht, wo das war, aber ich gehe einfach mal runter. Muss ja jetzt eine Leiche sein. Also können wir lediglich nochmal durch alle Räume gehen. Das kann natürlich auch in dem geheimen Raum sein, ne? Auf den wir gar keinen Zugriff haben. Aber irgendjemand wurde doch gerade erschossen. Geben wir der Uhr mal ihren Stundenzeiger. Ich speichere gerade mal. Hier benutzen. Ist ja schon mal etwas. Kann ich schon die Stunde einstellen? Nein. Okay. Na, bei den Uhren mit den Zeigern ist es ja nicht so, dass man einen Knopf hatte, mit dem man vor und zurück drehen konnte. Da ist dieses Spiel in dem Sinne nicht akkurat, ach, da blinkt es links, sondern man hat hier die beiden Zeiger unabhängig voneinander drehen können. Das ist hier natürlich anders. Hier drehe ich immer nur den Minutenzeiger und muss es dann richtig einstellen. Das ist ein bisschen doof. Ein Buch, in dem die Familiengeschichte aufgezeichnet ist. Es sieht so aus, als wäre kürzlich darin geschrieben worden oder geblättert. Ich habe nicht ganz gelesen, aber egal. Da ist der Stammbaum. Dann gucken wir das auch mal an. Ein altes, modriges Buch in trockenem, staubigen Leder gebunden. Dieses Buch beschreibt die frühe Geschichte der Familie Roivers zurückgehend bis in die Eiszeit der Einwanderung in dieses Land. Irgendwas wurde zwischen die Seiten geklemmt. Das ist dann wohl der Minutenzeiger. Ach, ich kann mir vorstellen, das geht nicht los, bis wir den Tome of Eternal Darkness gefunden haben. Solange sind wir quasi safe. Okay, dann. Ja, so, Minutenzeiger dran. Da ich jetzt nicht weiß, ob das direkt ausgelöst wird, wenn ich das mache, speichern, können wir nochmal den Spielstand, das weiß nicht viel, was wir gemacht haben. So. Der Geist bat Edward, die Uhrzeit einzustellen und nun, nachdem beide Zeiger an der Uhr angebracht sind, ist dies wieder möglich. So. Das hier, wie gesagt, normalerweise müsste ich zwischen den Zeigern umschalten können. 33, 1, 2... müsste hier sein. Nein. Jetzt
Tür auf. Und der Tome of Eternal Darkness liegt direkt auf dem Schreibtisch, so wie Alex ihn auch gefunden hat. Take them and use them. They are humanity's only hope. Destroy the Guardians, Edward, and avenge my wasted death. Erstmal die Patronen. Erstmal nehmen wir alles mit. Falls wir danach keine Zeit mehr dafür haben. Da ist auch noch was. Ach, dieses Elefantending, das kriegen wir, genau. Das kriegen wir dann, wenn wir die den Bediensteten, den richtigen Bediensteten gerettet haben. So. Ich wollte speichern. So, das ist der gleiche Text, mehr oder weniger wie immer, deswegen habe ich da jetzt nicht groß vorgelesen. Und dann kommen Flashbacks. Und da haben wir es jetzt zu tun. Diesen Areal. Okay. Diese grässliche Rolle enthüllt das Geheimnis arkaner Magie. Diese Magie führt dem Selbst die natürliche magische Energie der Umgebung zu. Die unbegrenzte Macht der Alten ist deine Dienerin, solange die Magie wirksam ist. Ist sie verschwunden, ist deine spirituelle Kraft geschwächt, bis sie auf natürliche Weise wieder regeneriert wurde. Okay. Ist das etwas, was hier das Blaue boostet, oder was? Und dieses Viech meinte ich. Das bringt jetzt hier einfach eine von unseren Pizzetten um. Die ist, wie man sieht, ist die jetzt böse. Kann ich anvisieren? Ich konnte sie nicht anvisieren und ich kann auch keinen Finalschlag an ihr ausüben. Oh gut, viel Schaden hat sie auch nicht gemacht. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Teil von einem Schlüssel. Das ist die Unterhälfte des Killerschlüssels. So, dieses Viech, das wird in Geiz mit der Vampir genannt, hat die Eigenschaft, nicht nur Leute zum zu bringen, sondern die Eigenschaft, im Keller zu leben. Das ist jetzt blöd. Das bringt mir die Leute um. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob ich mit dem Unternehmen kann. Ich muss in den Keller. Da kann ich es besiegen. Wenn ich es einfach so umbringe, ist es nicht tot. Das heißt, ich brauche jetzt die andere Hälfte vom Kellerschlüssel. Ja, jetzt kommt nämlich ein. Nee, ich bin tatsächlich wieder. Und wie man auch sieht, der ist auch unsichtbar. Das ist so ein Memory-Spiel. Ich kann mich nicht merken, welchen Raum das jetzt war. Das ist genau die Sache. Hier war eine Frau, genau. Das ist falsch. Das war jetzt wahrscheinlich genau der Raum, in dem ich war. Das war jetzt genau der hier.
So, wenn wir es jetzt, wenn wir das Vieh jetzt besiegen, dann ist es nicht besiegt. Das ist die Sache. Das geht mich jetzt hier einfach hier hin. Und das ist im Keller. Und regeneriert sich. Und was wir machen müssen, ist diesen Stein zerstören. Erst dann können wir das Vieh besiegen. So. Geschockt durch die eiskalte Hand des Todes, die nach ihm griff, dankt der Bedienstete Edward. Erste Überzeugung, dass diese Kreatur noch immer irgendwo in der Nähe ist. Zusätzliche Munition sei jetzt nötig. Das erinnert ihn an einen Schlüssel, den er in der Tasche bei sich trägt. Er händigt ihn Edward aus. Das ist genau der Schlüssel, den wir nicht bekommen hätten, wenn wir den nicht gerettet hätten. Der Schlüssel des Waffenschrankes. So. Das Patriotenzimmer, das war irgendwie hier oben. Ah, da ist er. Zurück. Nein, nicht. Ah, ich drücke schlicht den falschen Knopf. Da will ich den Schlüssel benutzen. Jetzt haben wir es doch. Tür offen, ohne das Glas einzuschlagen. Der Waffenschrank ist nun aufgeschlossen. Ja, super. Die hätten sie auch nochmal beschreiben können, oder? So, wir können also jetzt über den Button-Modus die Feuerart von Waffen ändern. Das heißt, die kann einmal einen Einzelschuss abgeben oder einen Doppelschuss. Also sprich, beide Läufe gleichzeitig verschießen. So. Ja, jetzt brauchen wir den Killerschlüssel. Weißt du vielleicht, wo der... Mit dem kann ich gar nicht reden. Der Killerschlüssel, wie war das nochmal? So. Also das ist halt immer das, wenn man nicht weiß, was man machen muss, einmal durchs ganze Haus laufen, was man gesehen hat. So. Im Patriotenraum waren wir eben. Fensters. Also wir suchen die obere Hälfte des Killerschlüssels. Die untere Hälfte haben wir ja in einer Vase gefunden. Das war wieder unser Papier. Also so wurde der in dem Guide, den wir damals gelesen haben, als wir das Spiel zum ersten Mal gespielt haben, wurde er so genannt. Das ist eigentlich das so ein Lichtschalter. Also jetzt kriegen wir wieder einen Hinweis auf eine. Und das ist das Patriotenzimmer. Da weiß ich mittlerweile, wo es ist. So. Das ist nämlich hier am Ende des Ganges rechts. Sieht, der hat uns die halbe Lebensenergie abgezogen. Schon nicht übel, ne? Und wir können uns heilen hiermit. Und ein drittes Mal. So. Für die Erfangenbüchse. Eigentlich wollte ich
Edward bekommt ein Zeichen der Dankbarkeit befreit, da er sie aus den Klauen des Monsters befreit. Eigentlich müsste es liegen. Und noch mehr Munition. Da hinten das Fenster. Das Gefühl, dass der Ton ein bisschen zeitversetzt ist. Unabhängig davon versuche ich immer noch den Schlüssel zu finden. Also tatsächlich hier kenne ich, das ist jetzt so der Bereich, wo ich mit den Rätseln. Jetzt sehen wir, wie er aus dem Keller, der Vampir aus dem Keller kommt. Das ist echt nervig, das Vieh übrigens. Zumal es eben unsichtbar werden kann und dann woanders hingeht. Also hab ich gedacht, das ist hinter mich gerannt. Oh, Moment mal. Ich glaube, der hatte gerade. In seinem verzweifelten Versuch vor Edward zu fliehen, lässt der Vampir die obere Hälfte eines Schlüssels auf den Boden fallen. Das heißt, das ist tatsächlich geskriptet, dass man gegen den Vampir kämpfen muss und insgesamt. Gut. Das heißt, es ist nicht ein Zeitding, sondern du musst einfach nur die Leute retten. Also du musst einfach nur das Vieh platt machen, bevor es die Leute platt machen kann. Gut, jetzt können wir natürlich hier den Spruch magisches Item verwenden. Nein, erst muss ich es mixen. Erst muss ich das hier mit dem mixen, um den kaputten Skelett zusammen. Und dann kann ich, weil ich kann magisches Item hier nur auf 1 machen. Und das ist das hier. So. So, und da ihr auf YouTube heute eine Folge quasi verpasst habt oder einen Handlungsteil quasi verpasst habt, würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal so, dass ich mir merken kann, was war. Und ihr habt jetzt eine Folge bekommen, die dafür doppelt so lang war. Das ist fies, ich muss jetzt tatsächlich... Okay, ich kann leider nicht aufhören zu spielen. Dann kriegt ihr sogar eine noch längere Folge, denn ich habe immer noch die Hoffnung... jetzt nicht noch mal eine halbe Stunde zu spielen. Also ihr kriegt jetzt eine noch längere Folge sogar. Und zwar, ich wollte gerade eben schon Schluss machen, aber dann gucken wir halt jetzt rein, was hinter der Tür ist und versuchen den Vampir platt zu machen. So, erstmal jetzt mit dem Killerschlüssel um aufzuschließen. Jetzt wieder heilen. Das war das falsche Heilen. Lebt jetzt natürlich der Vampir, das heißt, der kommt jetzt hier auch sofort her und deswegen habe ich auch das Heilen gemacht. Der blockiert halt hier voll die Tür. Das ist jetzt super, weil ich bin eigentlich tot, ich kann hier nicht durch, ich kann ihn nicht angreifen. Eigentlich müsste der lang, okay, ich hätte die Elefantenbüchse nehmen können und den abschießen können, aber, das war jetzt, total scheiße, ehrlich gesagt. Ja, Standardtext, das Leben von Edward verging in den Fängen der Eternal Darkness. Jetzt können wir nur noch laden, theoretisch gesehen. Jetzt, gut, Leute, jetzt ist halt soweit. Dann machen wir den Edward-Teil halt nochmal bei der nächsten Aufnahme, denn ich mache jetzt tatsächlich Swimming. Ja, es ist tatsächlich, der Ton hinkt für mich hinterher. Wenn ich hier runter mache, dann dauert es eine Weile.
Normalerweise kommt das sofort. Da muss ich nochmal gucken, was da abgeht. Warum ich hier Tonverzug habe. Aber davon unabhängig, ich würde sagen, ich mache für heute Schluss mit der Aufnahme und dem Stream. Also erstmal für euch auf YouTube. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Ciao, miau.